Das berühmt-berüchtigte Caged-System. Darum geht es in diesem Video und meine Meinung dazu erfährst du nach dem Intro. Herzlich willkommen zurück. In diesem Video geht es um das sogenannte Caged System. Und jetzt zeige ich dir gleich, für was diese sagenumwobenen Buchstaben steht. Es geht nämlich nicht darum, dass jemand eingesperrt wird, sondern um C, A, G, E und D. Diese standardoffenen Akkorde. Und solltest du diese jetzt noch nicht kennen, ist dieses Video zu früh für dich, dann solltest du erstmal zum Beispiel meinen Grundkurs Akustikgitarre buchen und die ganz normalen Standardakkorde lernen. Dann brauchst du das Cage-System noch nicht zu kennen, beziehungsweise lernst es dann dadurch vom Grundsatz her schon ein bisschen kennen. So, es geht im Prinzip um Typen von Akkorden. Und jetzt guck dir mal den C genau an hier. Der C hat den Grundton oben auf der A-Seite. Und im Caged-System, also C-A-G-E-D-System, ja, ist das der sogenannte C-Typ. C-Typ beschreibt aber nur, dass du den Grundton auf der A-Seite hast, und zwar oben. Also das ist oben, also oben ist immer Tonhöhe hoch, also das ist oben und das ist unten bei der Gitarre. Das ist nicht oben. Nein, das ist nicht oben. Wir spielen nicht oben ein F, wir spielen unten ein F, weil das von der Tonhöhe unten ist. Und da ist oben, weil die Tonhöhe Töne hoch sind. Ja, also oben und unten, nur dass wir uns ganz klar verstehen, sonst kommen wir da in Bredouille. Ja, also, der C-Typ hat den Grundton oben auf der A-Seite. Der A-Typ ist in dem Fall mit der Leerseite der Grundton und das ist eindeutig unten. Also viel mehr unten kann man nicht sein als 0. Ja? Das ist Grundton A-Seite unten. Dann haben wir den G-Typ. Der hat auf der tiefen E-Seite den Grundton oben. Ja? Oben. Dann haben wir den E-Typ. Der hat auf der E-Seite den Grundton unten. Und dann haben wir den D-Typ von D-Dur. Der hat den Grundton auf der D-Seite unten. Und jetzt wirst du direkt sagen, aber Moment, wieso gibt es denn keinen, der den Grundton auf der D-Seite oben hat? Das wäre dann ja im Prinzip zum Beispiel der hier, aber den gibt es schon hier. Das wäre die Oktave zu dem E. Und wir wollen ja verschiedene Akkordtypen, die auf der Gitarre vorkommen, katalogisieren. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck des Cage-Systems. Und wir brauchen das nicht doppelt. Ja, das wäre doppelt. Da hätte man einen Grundton hier und einen Grundton hier. Und wir wollen nur einen, um uns an den tiefen Grundtönen zu orientieren. Das ist der Sinn und Zweck des Cage-Systems. Sowieso, grundsätzlich geht es um Orientierung. Und für Akkorde, jetzt kommt nämlich meine Meinung ins Spiel, ja, für Akkorde funktioniert das Cage-System spitze. Ja, Beispiel, wenn ich einen A-Typ kenne, einen offenen A-Dur-Akkord, kann ich mit diesem Wissen auch jeden Dur-Barré-Akkord spielen, indem ich einfach dieses System, ne, 0-2-2-2-0 anwende und dann einfach das verschieben kann, indem ich dann 1-3-3-3-1 spiele von den Bünden her. Ich spiele also hier überall verschiedenste Akkorde mit dem A-Typ des Cage-Systems, Akkord. Ja? So, und es ist für mich auch logisch, wenn ich hier spiele und habe den Barré, es ist ja im Prinzip wie ein menschlicher Capo. Übrigens Grüße an Nico Schliemann an dieser Stelle. Insider werden wissen, warum. Nee, Quatsch. Googelt mal Martin Miller, Paul Gilbert. Ja, es gibt ein Video, wo Martin Miller mit Paul Gilbert spielt auf YouTube. Also nicht googeln, sondern auf YouTube in die Suche eingeben. Martin Miller und Paul Gilbert. Und da macht der Nico Schliemann einen ganz tollen Job. Ich will das nicht spoilern. So, also. Im Prinzip ist es jetzt total klar, warum das ein A-Typ ist, weil ich spiele nichts weiter als ein A-Dur-Akkord, nur ist der Capo am fünften Bund. Und nichts weiter macht ja mein Barré-Finger. Der macht einen menschlichen Capo. Capo gleich Capodaster. Übrigens ein absoluter Zufall, dass der hier liegt. Normalerweise suche ich den immer in fünf Taschen und finde ihn trotzdem nicht.
Könnt ihr meine Schüler fragen, wenn die irgendwas raushören wollen, was in Capo gespielt ist. Ich finde nie in Capo das da. Ich habe 5 Stück, aber finden tue ich die nie. So, also ist ganz logisch, das ist ein A-Typ. Gehen wir mal zum C. Wenn ich jetzt die Finger so umsortiere, dass ich hier, ne, den ersten Finger frei habe, kann ich hier zum Beispiel ein Des-Dur spielen. Des- oder Cis-Dur, wie du das magst. Kann hier ein S-Dur spielen. Hier zum Beispiel wunderbar mit einem G-Moll. Verschiedene Voicings hier anwenden. Ja? Ist ganz klar, das ist der C-Typ. Und auch wenn ich den jetzt hier spiele, ist immer noch klar, es ist dieser C-Griff mit dem Barré-Finger dazu. Das wäre zum Beispiel E mit Gissenbass. Ist immer noch der C-Typ für mich. Und das ist auch ganz klar, weil ich spiele den C-Dur-Akkord einfach nur verschoben und habe einen menschlichen Capo. So, das gleiche funktioniert mit E-Typ. Ja? Ist dann hier F-Dur, ist ein E-Typ. Weil das von dem E-Dur-Akkord kommt und ich habe einfach nur ein Capo am ersten Bund, menschlichen. D-Typ, genau das gleiche, wobei der sehr selten vorkommt, der D-Typ, im Barré-Griff. Kann man aber wunderbar benutzen, gerade für höhere Sachen so. Wunderbar. Auch da ist klar ersichtlich, das war mal mein D-Dur-Griff. So, der G-Typ mit Akkorden Jo. Ich greife jetzt mal um und nehme mal nur 3 Finger, weil sonst ist es ja unmöglich. Und jetzt nochmal ein Ass spielen. Geht das? Das geht, aber das ist schon sehr weit hergeholt. Kann man machen. Wenn man nur den halben Akkord spielt, zum Beispiel mal sowas. Aber es ist auch klar ersichtlich, dass das irgendwann mal G-Dur war. Warum? Weil diese Griffe so super präsent sind und fast jeder die als erstes gelernt hat, außer denen, die mit E-Gitarre angefangen haben. Aber selbst die sollten das irgendwann mal machen und einmal so einen Kurs buchen oder einfach mal, wenn man E-Gitarre spielen kann, kann man ja einfach googeln die Dinger, ja, die ganz normalen offenen Akkorde. Sind meiner Ansicht nach komplettes Grundwissen. Sollte jeder Gitarrist können. Und die sind einfach hier direkt drin, jeder kennt die, das ist da, ja. Deswegen ist es auch extrem logisch, sich danach zu orientieren, wenn man die Akkorde aufs Griffbrett überträgt. So, und jetzt kommt aber was dazu. Dieses System wird auch meistens benutzt, um Skalen darzustellen. Und damit habe ich ein Problem. Ich meine, es ist kein Wunder, ich habe ein Buch geschrieben über Skalen, das nicht genau dieses System verwendet. Das ist natürlich wäre ich natürlich blöd, wenn ich jetzt sagen würde, Cage System ist besser als mein System. Ja, aber ich zeige dir jetzt gleich, warum es das nicht ist. Den Grundsatz, dass da, ich meine, wir können ja nichts an der Stimmung der Gitarre ändern, wenn wir normal spielen wollen. Klar, wir können alle Seiten umstimmen, wie wir wollen, aber das ist ja, macht ja keinen Sinn. Das hat schon einen Grund, warum die so gestimmt ist, sonst können wir sowas nicht spielen, ja. Und das Prinzip, dass wir einen mit tiefem Grundton und einen mit hohem Grundton haben, da können wir nichts dagegen machen. Das ist einfach so. Nur die Benennung mit A-Typ und C-Typ, wenn das bei den Griffen noch total logisch war, ist es bei den Skalen nicht mehr logisch. Und ich zeige dir jetzt, warum. Denn ich spiele die Skalen nicht nach den offenen Skalen. Also ich spiele nicht offene Skalen hier. Du hast gemerkt, ich verspiele mich jetzt hier direkt. Ich spiele die nie so. Wenn ich eine E-Dur-Skala spiele, spiele ich das hier. So, und wie nenne ich diesen Fingersatz? Der heißt bei mir 2D. Und dieses 2D ist eine reine Positionsbezeichnung. Ich könnte auch sagen, zweiter Finger auf der vierten Seite. Ja, Seiten werden von da angezählt. Also die hohe E ist die erste, zweite, dritte, vierte. Zweiter Finger auf der vierten Seite. So, und was beschreibt zweiter Finger auf der vierten Seite? Das ist der Grundton. Danach orientiere ich mich. Ich weiß, dass das da ein E ist. Deswegen ist das hier die E-Dur-Tonleiter für mich. So, der würde jetzt im Cage-System D-Typ heißen. Und da setzt es bei mir aus oben. Ich kann das nachvollziehen, wenn ich sowas habe.
Das ist mein D-Dur-Griff, da habe ich die Grafik im Kopf, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Bei einer Tonleiter, die ich nur in 1 von 12 Fällen in D spiele, kann ich nicht nachvollziehen, warum dieser Fingersatz D-Typ heißen sollte. D ist ja keine Positionsbestimmung, ne? Das ist ein Muster. Und das hat für mich mit dem D-Dur-Akkord jetzt hier nichts zu tun. Ja? Also ich weiß nicht, es geht vielleicht anderen Leuten anders und jeder hat ja auch seine Meinung. Und es gibt viele Gitarristen, die hervorragend mit dem Cage-System klarkommen, auch bei Skalen. Ich kam damit nie klar und ich weiß auch von vielen meiner Schülern, dass beim Skalenspielen da ganz groß die Fragezeichen und die roten Lampen angehen. So, deswegen, es ist im Prinzip ja so ähnlich, ja. Die Fingersätze unterscheiden sich auch nicht, ja. Also die Caged-System-Jünger spielen genau den gleichen Fingersatz. Nennen den aber D-Typ und ich nenne ihn 2D. Das ist eine Positionsbestimmung. Zweiter Finger auf der D-Seite hat den Grundton. Ich denke dabei aber nicht an den D-Dur-Akkord. Okay, so. Dann zeige ich dir jetzt mal noch kurz, wie ich die anderen Skalen benenne. Den, der den Grundton unten hat, auf der A-Seite, ne, Grundton unten auf der A-Seite, das kann manchmal ein erster Finger, manchmal ein zweiter Finger sein, je nachdem, wie es gerade liegt. Der heißt bei mir 2A. Weil der zweite Finger auf der A-Seite, wie gesagt, reine Positionsbestimmung, ich könnte auch sagen, der zweite Finger auf der fünften Seite, weil der den Grundton hat. So, und das ist überall so, dass hier so ist, ne? Hier ist ein F und wenn ich den Fingersatz 2A spiele, ist das F-Dur. Und noch ein Vorteil von dieser Benennung, ich nenne den 2A und nicht unten A. Das heißt, ich weiß direkt, wo ich anfangen muss. Ich weiß, da habe ich einen Fingersatz 2a, das heißt, direkt weiß ich, der zweite Finger muss da drauf. Eine direkte Information. Wenn ich jetzt sage A-Typ, muss ich mir überlegen, hat der wieder mit dem ersten oder dem zweiten Finger angefangen? Weil mit einem von beiden fängt er an, auch beim Cage-System. Ja? Also weiterer Vorteil dieser Benennung. Und ich muss dazu sagen, nicht, dass ich euch hier meine Idee als das Beste verkaufen will. Erstens mal, weil es überhaupt nicht meine Idee ist. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, von wem diese Idee der Benennung ist. Ich habe es gelernt von meinem Gitarrenlehrer. Es kann gut sein, dass es seine Idee war. Ralf Schäfer-Lösch, Leiter der Fun Music School in St. Wendel. Super geiler Lehrer, mein Mentor, jahrelang und ewig dankbar. Absolut genialer Lehrer, der mir dieses System gezeigt hat und mir da viel Arbeit erspart hat und viel Kopfzerbrechen erspart hat. Also der hat mir das beigebracht. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, auch wenn ich ein Buch drüber geschrieben habe. Ja, danke Ralf. So, ne, also, und jetzt der mit dem hohen Ton auf der A-Seite, das siehst du hier. Jetzt wäre zum Beispiel Beispiel F-Dur. Der heißt 4A, weil der vierte Finger auf der A-Seite, beziehungsweise der vierte Finger auf der fünften Seite den Grundton hat. So, dann habe ich noch einen, der einen tiefen Ton auf der E-Seite hat. Das wäre der 2E. Fingersatz 2E und dann hätte ich noch einen Fingersatz 4E. Nur mal als Beispiel, ich zeige dir jetzt mal alle fünf Pentatonik-Fingersätze, die du vielleicht auch schon kennst, mit meinen Bezeichnungen und wie sie im Cage-System heißen würden. In A-Moll, da kennen es die meisten. So, wir haben laut Cage-System den G-Typ. Bei mir heißt der 4A. Da ist der Grundton. Ganz eindeutig, ja? Hier wird direkt auch ein Mollakkord. Dann nenne ich den hier 1E und im Cage-System wäre das der E-Typ. Na hier, E-Moll, wäre das hier, A-Moll hier, E-Typ, da macht es wieder Sinn, weil ich den Griff hier als E-Moll kenne, das ist ganz klar. Aber ich würde hier unten jetzt die Pentatonik so nicht spielen. Also so gut wie die. Deswegen habe ich keinen Bezugspunkt dazu. Ja? Dass du verstehst, warum ich das nicht so benutze für Skalen. So, der nächste wäre 1D bei mir. In dem Fall ist D-Typ logisch. Ja, also bei D-Typ ist es noch klar, weil ich den auch 1D nenne, okay. Jetzt werden einige sagen, ja, was machst du dir so eine Arbeit? Nimm doch einfach das Cage-System.
Ich finde meinen Namen immer noch besser, beziehungsweise Ralfs Namen, falls es von ihm ist. Der geht dann so. Im Cage-System D-Typ. Dann haben wir den C-Typ, bei mir 4A. Und haben den A-Typ, bei mir 1A. So, ich kann dir nur empfehlen, dich mal intensiv damit auseinanderzusetzen. Es gibt ziemlich wenig deutsche Literatur über das Cage-System. Und meine Empfehlung ist es, das System, was ich benutze, funktioniert super. Für Akkorde kannst du das Cage-System benutzen und dir C-Typ, A-Typ und so weiter merken. Für Skalen würde ich mir merken, mit welchem Finger auf welcher Seite du den Grundton spielst. Und schon hast du eine super Orientierung. Wenn du das lernen willst, dieses System, für die Pentatonik, falls du noch am Anfang stehst, gibt es von mir einen Kurs, der heißt Grundkurs Solospiel. Und da zeige ich alle Positionen der Mollpentatonik und wie man damit schöne Solos spielt, inklusive Vibrato, Bending und so weiter. Phrasierungen, die Slide-Pentatonik. Ja? Schön mit Jam-Tracks, allem drum und dran. Hat, 21 Lektionen. Ja, und findest du auf meiner Seite gitarrenlehreronline.de unter alle Kurse. Falls du schon fortgeschritten bist und flüssig mit der Amol-Pentatonik improvisieren kannst, gibt es den Kurs Modes und Arpeggios, wo ich dieses Dur-Fingersatzsystem zeige, der Dur-Tonleiter und all ihren Modes. Und wenn du eher so in die Richtung melodisches Solospiel gehst, gibt es jetzt einen ganz neuen Kurs, der auch dieses Prinzip benutzt, allerdings mehr auf Arpeggios mit Zusatztönen, die dann von der Skala kommen, aus ist, wo es nur ums melodische Solospiel geht, ganz langsam, ohne Schnellspielen. Dann ist dieser Kurs vielleicht was für dich. Melodisches Solospiel, ganz neu, letzte Woche rausgekommen. Vielleicht interessierst du dich dafür. So, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Wenn du weitere dieser Videos sehen möchtest, abonniere doch meinen Channel, drück das Glöckchen-Symbol, damit du informiert wirst. Und bei Fragen und Kommentaren, wie gesagt, außer dem Hinweis, es heißt Gitarren-Soli, was falsch ist, beziehungsweise genauso richtig wie Solos. Wenn du das schreiben willst, schreib es einfach nicht. Schreib es jemandem anders drunter, bitte nicht mir. Für alle anderen Kommentare bin ich extrem offen und antworte dir auch sehr gerne. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!